Mit dem Zeppelin nach Mallorca. Das soll bald gehen. Die spanische Fluggesellschaft Air Nostrum will nämlich bald mit diesem Modell, dem Airlander 10, Linienflüge auf die Insel anbieten. Hier kommen die Key Facts. An Bord haben 100 Personen Platz. Geplant ist aktuell nur die Strecke von Barcelona nach Mallorca. Und die würde um die 4 Stunden dauern. Dafür ist man aber auch klimafreundlicher unterwegs. Der CO2-Ausstoß soll bis zu 90% geringer als bei Flugzeugen sein. Angetrieben wird der Airlander 10 von den 4 Dieselmotoren mit je 325 PS. Und er ist nicht mit brennbarem Helium gefüllt, was ihn prinzipiell sicherer macht als Zeppeline, die im vergangenen Jahrhundert Menschen transportiert haben. Die Airlander-Reihe wird seit 2010 von der britischen Firma Hybrid Air Vehicles entwickelt. Die Firma rechnet damit, dass das Modell ab 2026 für den Personenverkehr freigegeben wird. Würdest du damit fliegen?